Mein Name ist Christian Schmidt. Ich bin innerhalb der SVA für das Produktportfolio im x86-Umfeld verantwortlich und betreue hier auf dem Virtualisierungstag unsere Hersteller, die die einzelnen Vorträge hier auch halten. Wir als Produktmanager sind dafür verantwortlich, dass wir quasi das Bindeglied zwischen den Herstellern, unserem Vertrieb und auch dem Kunden sind. Das heißt, wir versuchen, unsere Vertriebe miteinander zu verknüpfen und versuchen, die Kundenwünsche dementsprechend auch dem Hersteller zu vermitteln, sodass wir dementsprechend die Produkte für den Kunden raussuchen können und unterstützen den Vertrieb auch im Pre-Sales- und im Post-Sales-Bereich. Ja, die IT schafft sich ja gerade wieder oder findet sich gerade wieder neu. Die digitale Transformation ist im Moment ja auch im Gange und alle reden darüber. Das heißt, auch hier hat der Kunde natürlich den Bedarf, aktiv zu werden. Wir versuchen dort gerade dem Kunden aufzuzeigen, wie man mit einer x86-Landschaft entsprechend auch hier weiter in der Transformation vorankommen kann. Automatisierung ist hier ein großes Stichwort, als auch Software Defined Anything. Das heißt, wir versuchen dort alle Produkte dem Kunden entsprechend zu digitalisieren. Wir versuchen, unsere Kunden mit solchen Veranstaltungen natürlich auch stärker an uns zu binden, um auch die Probleme der Kunden besser verstehen zu können und auch die Hersteller dann entsprechend mit einzubinden und nicht erst, wenn der Kunde ein bestimmtes Produkt implementiert hat, aktiv zu werden, sondern im Vorfeld natürlich auch entsprechend abzuholen, um die Probleme auch zu verstehen. Und da helfen uns solche Veranstaltungen natürlich ungemein, weil man auch nicht jeden Kunden immer wieder einzeln besuchen kann. Die Vorträge hier sind hochinteressant, das Feedback der Kunden ist dementsprechend. Sind auch immer wieder die Kunden da, die jedes Jahr gerne kommen. Das heißt, diese Veranstaltung führen wir jetzt zum vierten Mal durch. Und ja, das Feedback ist rundherum sehr gut.